Diese Urlaubsbegegnung hatte sich ein deutsches Ehepaar sicher anders vorgestellt. Die beiden wollten vor Südafrika im Käfig geschützt nach Haien tauchen. Ein langjähriger Traum. Doch plötzlich hatten sie den Hai vor sich an Bord. Ein weißer Hai, 3 Meter lang und etwa 200 Kilo schwer, zappelt auf dem Bug des Bootes, auf dem das Ehepaar aus Dortmund zusammen mit 16 Touristen unterwegs war. Er ist aufs Boot gesprungen, hat dann in die Ankerleine gebissen, hat durchgeschnauft, man konnte das an den Kiemen sehr schön erkennen. Um sein Leben ringen, versucht der Hai mit aller Kraft ins Meer zurückzukommen und schafft es schließlich von alleine. Das Boot bebte richtig, also das wackelte, da merkte man also auch diese ganze Kraft dieses Tieres. Dabei hatten die Urlauber Glück im Unglück, denn beinahe hätten sie genau dort, wo der Raubfisch später landete, ein Sicherheitsbriefing bekommen. Dann wäre es gefährlich geworden, weil ich denke, dass der Hai möglicherweise jemand ins Wasser oder jemanden gebissen hätte. Doch das blieb den Touristen erspart. Die Erinnerung ist sicher erschreckend genug.